Ein extrem wichtiger Tag. Ich bin auf dem Weg nach Koblenz zur Pressekonferenz der Familie Ort, die ihre Tochter Johanna bei der Flugkatastrophe verloren haben. Und es wird sicherlich ein emotionaler Tag. Wir werden live sein ab 11 Uhr. Ich nehme euch da mit. Wie auch bei der letzten Pressekonferenz oder bei den stummen Zeugen des Ahrtals, die ja schon Richtung Staatskanzlei Mainz gefahren sind und an vielen Orten, beispielsweise auch in Hannover oder auch im Ahrtal, platziert wurden, um auf die Versäumnisse der Flutkatastrophe Ahrtal aufmerksam zu machen. Ja, es sind hochrangige Gäste eingeladen, es sind Fachleute vor Ort. Ja, und wir können gespannt sein, ob heute Vertreter der Landesregierung Rheinland-Pfalz zugegen sein werden. Beim letzten Mal haben sie ja nur den Livestream mitgeschaut gehabt. Eingeladen sind sie mit dem Anwalt der Familie, mit dem Anwalt Hecken, hatte ich letzte Woche ein Live gehabt. Viele von euch haben es sicherlich gesehen. Das war sehr, sehr interessant und ich gehe von aus, es wird heute wieder ein sehr emotionaler Tag. Mit Markus Müller-Fürth habe ich eben auch gerade telefoniert. Markus ist auch auf dem Weg. Und ja, ich denke, wir werden viele Menschen heute sehen, die ja teilnehmen an den Ausführungen. Und wir hoffen alle, dass noch Gerechtigkeit einkehrt, ja, wenn denn der Prozess starten wird. Ja, momentan die GoFund-Aktion der Familie, die läuft immer noch. Setze ich nachher hier auch drunter. Würde mich freuen, wenn ihr nachher beim Livestream mit dabei seid, wie die letzten Male auch. Und ich begleite die Familie ja schon relativ lange. Hatte gestern noch mal kurz Kontakt mit ihnen gehabt. Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Ja, ansonsten gibt es auch aus dem Ahrtal viele Nachrichten, die nicht so toll sind. Das Thema Tiny-Häuser, hatte ich die Tage gepostet gehabt. Da hatte Tina ja einen Post verfasst, wenn man sieht, was dort alles im Argen liegt. Das ist schon wirklich schlimm und man fragt sich tatsächlich, wo sind all die Spendengelder teilweise geblieben, die zur Verfügung gestellt wurden und wurden diese richtig verwendet? Auch bei den großen Hilfsorganisationen, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wir haben ja unsere einschlägige Erfahrung gemacht, dass nachher Gelder dann lieber für andere Sachen verwendet werden, anstatt für nützliche Projekte meines Erachtens. Die Menschen immer noch geholfen hätten, sei es die Baustoffzelte in Rheinland-Pfalz oder bei uns in NRW. Aber gut, das sind die Fakten, wie sie sind. Momentan herrscht ja demnächst wieder jetzt Hochwasser. Also die Pegel an manchen Flüssen in Deutschland steigen jetzt. Das Wasser aus dem Ausland rollt langsam an. Und ich setze nachher hier auch nochmal die aktuellen Prognosen drunter. Da gibt es ja viele Wetterinstitute, die zeigen, wie die Pegelstände sich entwickeln werden. Man hatte aber jetzt ausreichend Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Schauen wir mal und hoffen, dass es glimpflich verläuft. Ja, wir haben jetzt 9 Uhr. Ich habe jetzt noch knapp 45 Minuten, bis ich vor Ort bin. Und ja, dann werden wir einige Gespräche führen. Und ich bin gespannt, was der Tag bringt. Ihr könnt gerne mal euer Feedback auch hier reinschreiben, wenn ihr das ganze Thema schon länger verfolgt. Und nächste Woche hoffe ich, dass im Ahrtal mal was Positives gibt. Da warten wir immer noch auf einen Termin. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, da will eine Firma unterstützen. Bis jetzt hat es vom Wetter leider nicht so geklappt, aber da wird es eine tolle Installation für eine betroffene Familie geben. Und auch da nehme ich euch natürlich mit. Ansonsten die News und Nachrichten setze ich irgendwann in den nächsten Stunden auch hier unter das Video drunter. Da gibt es ja ganz, ganz viel Neues. Beispielsweise Robert Habeck, der seine Politik ja als historisch bezeichnet, wie er gemacht hat beim Thema Energiewende und allem. Also historisch kann ich nur sagen, ist das absolute Versagen und das an die Wand fahren des Landes. Das ist das Einzige, was meines Erachtens historisch ist im negativen Sinne. Wenn man schaut, die Abwanderung der vielen Firmen, wie viele Stellen momentan verloren gehen, Deindustrialisierung noch und nöcher. Also wir treiben wirklich die Firmen dazu, ins Ausland zu gehen. Und natürlich gehen dann auch die Arbeitsplätze ins Ausland, die wir hier dringend bräuchten. So, aber durch die ganzen Firmen, die jetzt ja in Insolvenz gehen und zumachen, gibt es natürlich auch hier in Deutschland Fachkräfte, die jetzt frei werden, die vielleicht irgendwo anders mit einsteigen können. Vielleicht sollte man da mal schauen, dass man diesen Menschen schnellstmöglich auch Perspektiven gibt seitens der Politik her. Aber hey, das ist nur meine bescheidene Meinung. Ihr Lieben, wir sehen uns nachher. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Circa 11 Uhr geht es dann live von der Pressekonferenz und dann könnt ihr mit dabei sein und ja, die Familie Ort unterstützen und die GoFund-Aktion letztlich nachher, wenn ich angekommen bin, auch hier unten drunter. Ihr Lieben, kommt gut durch den Tag und bis später. Ciao. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.